Erst einmal ein herzliches Hallo. Heute ein Thema, das vielen gar nicht so bekannt ist, dennoch die größten Teile der Welt beeinflusst und somit auch uns. Es geht um das Thema der Codex Alimentarius. Der Codex wird auch nicht propagiert oder irgendwie großartig erwähnt. Er ist einfach da und steuert und regelt alles im Sinne der Industrie, obwohl es einmal ganz anders gedacht war. Aber von Anfang an, der Codex Alimentarius, nennen wir ihn Codex, ist eine internationale Richtlinie für die Handhabung, Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Dieser Codex besteht heute aus Tausenden von Richtlinien und Standards. Hört sich eigentlich gut an, wenn man bedenkt, dass nach außen immer die gleichen Karlauer ja auch verkündet werden und die heißen zum Schutze der Öffentlichkeit. Die Geschichte des Codex fand nämlich seinen Anfang im Jahre 1893, als Österreich-Ungarn entschied, dass bei Streitfällen um Lebensmittel ein spezielles Regelwerk erforderlich sei, damit die Gerichtshöfe bei ihren Urteilen eine Hilfe zur Seite gestellt bekamen. Eigentlich eine sinnvolle Idee. 1918 wurde er aber dann mit dem Untergang der Doppelmonarchie stillgelegt und 1962 erst wieder von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Im Jahr 2002 wurde dann durch die Verantwortlichen des Codex ein Gutachter beauftragt, den 1962 wieder ins Leben gerufenen Codex mit all seinem Regelwerk zu überprüfen. Dieser Gutachter kam dann zu dem einfachen Entschluss, der Codex könne so nicht weitergeführt werden. Wie es dann nicht anders zu erwarten war, schaltete sich daraufhin die Großindustrie ein und schlug eben eine kürzere, überarbeitete Version des Gutachtens vor. Es kam dann ein abgemildertes Ersuchen an die Kommission, sich um nur 20 Problempunkte im Kodex zu kümmern. Dem wurde dann auch stattgegeben. Im Jahre 2008, das war genau auf der Versammlung zwischen dem 30. Juni 2008 und dem 4. Juli 2008, wurde dann der USA der Vorsitz der Kodex-Kommission zugesprochen. Und mit diesem Wechsel an die USA konnten dann die Industriegiganten aus der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelbranche nun über den Codex ganz gezielt ihre gewünschten Interessen durchsetzen. Wie? Ja, sie haben halt den Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmarkt eben mal so reguliert, wie sie es wollten. Und ganz nach ihren Wünschen eben auch die Sache zu kontrollieren. Es geht also um Kontrolle, besser gesagt vielleicht sogar um Völkerkontrolle, so sagt es zumindest US-Präsident Henry Kissinger, der sagte mal, wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die Staaten, wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker. Immer ganz komische Zusammenhänge, aber es ist halt so, so steht es eben mal geschrieben. Vielleicht geht es sogar um mehr, vielleicht geht es sogar um Geburtenkontrolle, wenn man bedenkt, dass in den letzten 30 Jahren die Spermienanzahl der Männer um 57% zurückgegangen ist in unseren Breitengraden. Das schreibt sogar die Süddeutsche Zeitung. Komischerweise genau in diesen Ländern, wo der Codex ansässig ist, ist eben genau das Phänomen zu beobachten und in anderen Ländern nicht. Betroffen sind eben hier die Länder in Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland und der Codex reguliert so alles in diesem Bereich. So werden viele natürliche Vitalstoffe, die unsere Natur nicht ohne Grund wachsen lässt, in Nahrungsergänzungsmitteln verboten. Viele Dosierungen dann, die dem Organismus dienlich wären, die können dann nur noch über Rezepturen erworben werden. Oder hochwertige, wirklich wirksame Vitalstoffe, die es aber nicht zu patentieren gibt, werden durch bezahlte Plattformen denunziert und auf keinen Fall in den Schulbüchern der Pharmaindustrie erwähnt. So läuft das seit ungefähr 100 Jahren und dann die Banker zum Beispiel, das sind Personen oder Firmen, die von der Industrie oder vom Staat eben engagiert werden, um lästige Konkurrenz in ein schlechtes Licht zu rücken, indem sie online oder über Print Negatives verbreiten. Wenn man deren Homepages, sind für den Normalbürger wirklich gut getan, sodass sie zum Beispiel den Eindruck erwecken, sie seien hochwissenschaftlich oder mit seriösem Hintergrund und nur zum Schutz der Bevölkerung, weiß man natürlich, das zu lesen, dann fällt es natürlich auf. Und gerade diese Regulation der Vitalstoffe und die Entmineralisierung der Bevölkerung beeinflusst die Gesundheit immens und hat für die Pharma- und Lebensmittelindustrie den
ganz großen Vorteil, dass alle Dosierungen, die über den erlaubten Mengen zum Einsatz kommen, entweder illegal sind oder als Arznei gelten. Somit wird der Organismus nicht mehr über die lebenswichtigen Vitalstoffe in ausreichender Menge versorgt. Er wird also Step by Step instabiler und kränker und ja, mit dem Verlust von Mineralien, ja, zum Beispiel kann der Körper sehr wichtige Funktionen, auf die wir in einem anderen Podcast noch eingehen werden, nicht mehr verfügen. Schauen wir in die Natur, so konsumiert ein im Vergleich zu Menschen gleich schwerer Primat 10 Gramm Vitamin C. Das ist das Hundertfache, was das BfR, das ist das Bundesinstitut für Risikobewertung, uns empfiehlt. Das Hundertfache. Möchte man sich also an der Natur anlehnen, so bist du schnell im illegalen Bereich. Eine Dosierung von 400 Milligramm Ubiquinon, das ist Coenzym Q10, die bei einigen Patientinnen, so schreiben Experten, Brustkrebs heilte, ist ebenfalls illegal. Zwei kurze Beispiele, was wir mit den Zusammenhängen meinen, wie zwischen dem Codex und dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Wo laut Literatur, wir können es auch nur nachlesen, ein gewisser Dr. Rolf Großklaus, ein deutscher Chemiker, für beide Institutionen arbeitet und 1993 erklärte, dass die Ernährung für die Gesundheit nicht von Bedeutung sei und dass Nahrungsergänzungsmittel Toxine seien. Das gleiche gilt für die amerikanische FDA, das ist die Food and Drug Administration, die mit Personen in leidender Funktion besetzt sind, die vorher zum Beispiel bei Monsanto angestellt waren. Komische Zusammenhänge, aber lassen wir es mal so stehen. Der Kodex und andere Konstruktionen sind somit Herr und Gebieter über all das, was das gesunde Leben beeinflusst. Er bestimmt auch, welche Giftstoffe bei Lebensmitteln eingesetzt werden dürfen. Auf der einen Seite dürfen nur noch Nährstoffe in einer bestimmten Menge über Nahrungsergänzungsmittel und Füllmittel von Menschen verzehrt werden. Aber was ebenso erschwerend für den Organismus ist, dass ja noch zusätzlich wirklich gefährliche Toxine bei Obst und Gemüse ihre Verwendung finden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden ja unsere Kinder nicht mehr so alt wie unsere Generation. Durchschnitt 71,4 Jahre. Ein paar weitere Beispiele, um zur Dramatik besser zu verdeutlichen, auch dass sich die Zeiten radikal geändert haben und immer noch schneller verändern werden, aber nicht zum Positiven. Das ist zum Beispiel essen wir Getreide, das mit Myko, also Pilzgiften, kontaminiert ist. Wir atmen Luft, die durch die Industrie und mit Chemikalien versetzte Kondensstreifen stark belastet ist. Um auch dieses Thema besser zu verstehen, damit das nicht in das Reich der Mythen und Verschwörungstheorien landet, hat man im Jahr 2000, was sind das Fakten, noch 100 Mikrogramm Aluminium im Regenwasser gefunden. Während es im Jahr 2013, 13 Jahre später, sage und schreibe 13.100 Mikrogramm waren. Also in 13 Jahren eine Erhöhung um das 130-fache bzw. 13.000% Steigerung. Und bitte vergesst nicht, dass Aluminium immer in gebundener Form vorkommt. Das Aluminium muss sozusagen erst durch Chemikalien aufgelöst werden, um das Dampferflugzeug in kleinste Partikel über uns zu verstreuen. Und nur deshalb finden wir auch Aluminium im Boden, denn Aluminium ist kein Mineral. Es ist ein Metall, hat im Boden nichts verloren. Ein weiteres Beispiel, das die Situation noch mehr verdeutlicht, auf der Stockholmer Konvention, die ist von 176 Signaturstaaten unterzeichnet worden, wurden die 12 gefährlichsten langlebig organischen Schadstoffe auf diesem Planeten, die in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden, verboten. Toll. Nur noch einmal zum Verständnis, was langlebig organische Stoffe sind und anrichten können. Langlebig organische Toxine können über mehrere Generationen vererbt werden, sodass Generationen später missgebildete Kinder zur Welt kommen, so nur um sich die Durchschlagskraft vom Codex vorzustellen. Und nach diesem Verbot von höchster Stelle, immerhin haben 176 Staaten gegen diese 12 toxischen Stoffe haben die sich ausgesprochen, hat der Codex kurzerhand 7 dieser hochgefährlichen Stoffe wieder erlaubt. So wurden Chlordan, Aldrin, Endrin, Mirex, Didrin, Heptachlor und Hexachlorbenzol wieder erlaubt. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wie gefährlich diese Toxine sind, dann mal kurz ein Einblick.
wie zum Beispiel, nehmen wir Heptachlor, was bei Menschen zu Leberschäden und zu einer Überreizung des Zentralnervensystems führen kann. Außerdem steht es eben im Verdacht, Krebs zu erregen. Bei Endrin ist zum Beispiel es ein starkes Nervengift. Hexachlorbenzol metabolisiert im Organismus von Warmblütern zu verschiedenen Benzolarten, wie zum Beispiel Pentachlorbenzol oder Tetrachlorbenzol. Eine weitere Gefährlichkeit ist, dass es sich im Fettgewebe anreichert und es können Schädigungen an der Leber und Fortpflanzungsorganen entstehen. 57% weniger Spermien wie in den letzten 30 Jahren. Ebenfalls können diese Toxine ähnlich wie bei der radioaktiven Strahlung eben Mutationen, Erbveränderungen auslösen und stehen im Verdacht, eben Krebs zu erzeugen. Außerdem erlaubt der Kodex die Bestrahlung von Lebensmitteln und die genetische Veränderung von Lebensmitteln. Und um das Ganze abzurunden, findet sich sogar noch eine juristische wichtige Findigkeit, nämlich dass der Kodex vor allem übel auch noch im Code Napoleon verankert ist, was im Gegensatz zum angloamerikanischen Rechtssystem bedeutet, dass alles, und nun genau hinhören, verboten ist. Es ist alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Normalerweise ist es eben genannt andersherum. Es ist eben alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder mal ein paar Infos gewinnen können. Denkt ein bisschen darüber nach und vor allem voran bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.